Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Danganronpa. Weiter geht es mit der 138. Folge des Class Trials von Kapitel 3. Monokuma-Fileによると, 2人は同じような狂気で殺されているはずだ. In der Monokuma-File steht, dass sie mit ähnlichen Instrumenten oder Werkzeugen umgebracht wurden. 3号と4号のハンマーがそれぞれの部屋に残されたままだったとなると. Aber wenn die Hammer bereits in jenen anderen Räumen rumlagen, die Frage ist also, wie konnte der Verbrecher an die Hammer gelangen? Persönlich habe ich nicht die geringste Ahnung. Welcher Hammer wurde denn nun benutzt, um Celeste zu attackieren, Nummer 1 oder Nummer 2? Die waren in anderen Räumen und ich glaube nicht, dass einer davon groß genug gewesen wäre, um jemanden umzubringen. Wäre es nicht möglich, dass eine andere Waffe benutzt wurde? Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Sie wurden beide mit dem gleichen Gegenstand getötet, richtig? Aber was wurde dann getötet, um... was wurde dann genutzt oder benutzt, um Hifumi zu töten? Die Waffe, die benutzt wurde, um Hifumi zu töten. Es wird, also das ganze Bild wird nicht klar sein, bevor wir das nicht herausfinden. Irgendwie muss ich die Wahrheit finden. Nein! Oh Gott. Was wurde denn benutzt? Oh nein, make your argument. Okay, aber lass mich das bitte nochmal lesen. Halt. Wo ist der denn? Spotless. Genau, der ist überhaupt nicht schmutzig. Und der wurde vor kurzem gewaschen. Ja, dann kann das aber doch sein, dass das halt ist, oder? Eigentlich könnte ich auch direkt darauf schießen. Justice Hammer 4. Murdergear.com Hammer Time. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte auch einfach sein, dass das letzte ist. Er wurde im Kunstlagerraum getötet, nicht wahr? Wenn also die Waffen, die benutzt wurden, um beide zu töten, ähnlich waren. Oh, ich weiß nicht genau. Es ist schon wieder so kompliziert. Ich probiere es mal mit dem letzten. Wartet. Gleich kommt's. Oh, war das richtig? Oh, Gott sei Dank. Great. Yes, sir. Die Mordwaffe war gar kein Justice Hammer. Nein, es war etwas völlig anderes. Ein sauberer Hammer oder wie jetzt? Aber ernsthaft mal, eine andere Waffe? Das ist doch gar nicht was total anderes. Ja genau, ein Hammer aus dem Kunstlagerraum. Der Killer könnte das genutzt haben, um Hifumi zu töten. Die ganzen Hammer im Kunstlagerraum waren voller, ja, Gips und Staub und Schmutz. Aber aus irgendeinem Grund war einer von ihnen sauber geschrubbt worden. Sie hat doch eben was gesagt, das kann doch nicht ein Hu gewesen sein. Hotte, 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 da. Hu? Und der Grund, warum es sauber geschrubbt worden ist, war sehr wahrscheinlich, weil damit ein Mord verübt wurde. Wenn der Hammer voll mit Hifumis Blut war, dann musste es natürlich sauber gewaschen werden. Ich würde auch gerne anmerken, dass der Kunstlagerraum jede Art von Hammer wirkt. Große, kleine.
Und sogar, ja, flache. Was hatten wir da? Das sind auch Hammer, ne? Ach so, ja, mit so einer flachen, ja. Ich glaube, wer auch immer die Justice Hammer hergestellt hat, hat das als Basis für sein Design genommen. Wenn das war es, dann würde das erklären, warum in der Monokuma-File steht, dass die Wunden ähnlich aussahen. Also hat Hifumi Takas Leiche in den Kunstlagerraum gebracht und dort hat dann jemand den Hammer benutzt, um ihn zu töten. Und wer auch immer das war, ist der wahre Killer. Derjenige, mit dem Hifumi zusammengearbeitet hat und der ihn dann hintergangen hat. Momentchen mal, ich finde es immer noch seltsam, davon auszugehen, dass jemand mit ihm zusammengearbeitet hat. Wenn man die Regel des Abschlusses bedenkt, dann hat man ja gar nichts davon, jemand anderem zu helfen, einen Mord zu begehen. Also gibt es doch eigentlich keinen Sinn, dass jemand mit wem anders zusammenarbeiten sollte. Darüber hatten wir doch schon gesprochen, nicht wahr? Genau, wir hatten darüber gesprochen, dass es keinen Grund dafür geben würde. Aber das dachten wir nur zu Anfang, aber... Was? Oh nein! Ich habe jetzt so schnell nicht kapiert, worauf Makoto hinaus will. Hä? Und ich habe nur den Spotless Hammer. Hammer! Oh nein. Okay, gucken wir uns das in Ruhe an. Halt, kann ich das? Ah, einsaugen, scheiße! Können wir wirklich sagen, dass es keine Möglichkeit gab, dass zwei zusammengearbeitet haben? Mann, wie ging denn nochmal das Aufsaugen? Jedes Mal wieder, muss ich hier nachgucken. Es steht hier aber auch nicht, das finde ich auch ziemlich scheiße. Ich probiere es mal mit dem Dreieck. Ich nehme an, ich muss das letzte aufsaugen und auf Impossible schießen. Okay, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So. Und... Ach nee. Na? Komm schon! Yay! Es war wichtig! Yay! Break! Dass zwei Morde gab, ist es zumindest plausibel, dass eine weitere Person noch involviert war. Was meinst du damit? Also wenn es nur einen Mord gegeben hätte, dann ja, dann wäre die Idee eines Komplizen eigentlich nicht wert, dass man darüber nachdenkt. Natürlich, wenn nur eine Person durch einen Mord gerettet werden kann, dann hat ein Komplize, ja, hat er nichts davon. Also Risiko versus Belohnung. Ja, Risiko versus Belohnung, Vorteil. Sie meint eigentlich einfach nur den Vorteil, den man daraus zieht. Genau, es macht ja keinen Sinn, von jemandem der Komplize zu sein, wenn man gar keinen Vorteil daraus zieht. Aha, aber wenn man untereinander ausgemacht hätte, dass man sich gegenseitig irgendwie belohnt für dieses Risiko, dann wäre eine Kooperation möglich. Ah, verstehe. Du willst damit also sagen, dass zwei Leute jeweils der Komplize des anderen sein könnten, um zwei getrennte Morde zu verüben?
Ich glaube, das war es, was der wahre Killer Hifumi erzählte. Dass sie jeweils einen Komplizen haben würden für ihr Verbrechen. Und wenn wir uns die Geschehnisse des Falls anschauen, dann war Hifumi wohl der Erste, der agiert hat, indem er Taka ermordete. Derjenige hat dafür gesorgt, dass er den ersten Mord begeht, damit er später sich nicht zurückziehen kann. In diesem Fall gab es also nicht eine Einzelperson, die mehrere Morde begangen hat. Stattdessen haben zwei Personen verschiedene Leute getötet und haben dadurch zwei unterschiedliche, ja, Fälle generiert. Und es sah aus, als wäre es nur eine Person gewesen, weil der wahre Killer dafür gesorgt hat, dass es so aussieht. Ein einzelnes verdächtiges Individuum. Eine ähnliche Waffe, die bei jedem Verbrechen benutzt wurde. Leichen, die verschwinden. Sie haben das perfekt inszeniert, damit es so ausschaut, als wäre nur eine Person schuldig. Der Killer hat sich ein Ziel ausgesucht und hat dafür gesorgt, denjenigen zu überzeugen, beim Plan mitzumachen. Und dann, um die Regel des keine Komplizen haben zu umgehen, hat er einfach seinen Komplizen getötet. Wenn das wahr ist, dann ist das Hintergehen von Hifumi von Anfang an Teil des Plans gewesen. Das ist ja grausam. Wie kann jemand so grausam sein? Siehst du das wirklich so? Ich kann nicht anders, als seine Cleverness zu bewundern. Trotzdem, die Wahl des Komplizen ist irgendwie seltsam. Genau, also das Hauptcharakteristikum dieses Falls war also, dass jemand versucht hat, uns davon zu überzeugen, dass die zwei Morde, ja, zum gleichen Fall gehörten. Kyoko muss das von Anfang an gemerkt haben. Deswegen meinte sie auch, dass wir uns das Ganze nicht als eine Serie aus miteinander verbundenen Events anschauen sollten, sondern als getrennte Zwischenfälle. Kyoko ist wirklich unglaublich. Obwohl, jetzt wo ich darüber nachdenke, ist sie fast schon zu unglaublich. Es ist fast schon unnatürlich, wie gut sie darin ist. Ich verstehe ja, dass ein Komplize involviert war, aber wer war derjenige, der Hifumis Fäden gezogen hat? Das ist unser Problem numero uno momentan. Der wahre Killer hat Hifumi manipuliert, damit er gewisse, ja, Aktionen ausführt und letztendlich hat er ihn dann ermordet. Ja, wenn man an die ganzen Diskussionen zurückdenkt, die wir bisher hatten, gibt es wirklich nur eine Person, die darauf passen würde. Select someone. Das ist krass, dass man das jetzt auswählen muss. Ja, aber es gibt eine Person, die sowas von ultra verdächtig ist. Und ich glaube, wir verdächtigen sie doch alle bereits, nicht wahr? Es war Celeste. Oh, ich bin jetzt also das verdächtige Individuum. Ich hasse diese Art von Witz wirklich. Ein Witz? Ich frage mich. Ihr wollt also behaupten, dass ich Hifumi ausgewählt habe, um mit ihm zusammenzuarbeiten? Die Vorstellung, mit ihm auch nur ein bisschen Zeit zu verbringen. Oh. Diesem Scheißhaufen würde ich mich doch keine 10 Fuß nähern. Dieser faule Nutz.
nutzlose, gottverdammte Idiot! Oh, pardonnez-moi! Nur um das klarzustellen, es gibt Beweise, um das zu stützen. Oh, ist das so? Im Laufe der Untersuchung gab es ein gewisses Verhalten, das sich nur bei euch beiden zeigte. Und wenn wir bedenken, was wir bisher erfahren haben, beweist es nur noch mehr, dass ihr beiden zusammengearbeitet habt. The Screaming? Ah, tatsächlich, ja. Die beiden sind die einzigen, die dieses verdächtige Individuum getroffen haben, ja. Das Verhalten, das sie gemein... Oh Mann. ...miteinander gemein hatten, war, dass sie dieses verdächtige Individuum im Anzug gesehen haben, nicht wahr? Die einzigen, die Robot Justice je mit eigenen Augen sahen, waren Celeste und Hifumi. Hä? Die Erwachsenen reden jetzt. Tut mir leid. Wie er schon sagte, nur Celeste und Hifumi haben jemals, das kostümierte Individuum gesehen. Wenn wir akzeptieren, dass Hifumi einer der Bösewichte war, dann können wir gar nicht anders, als Celeste zu verdächtigen. Willst du damit etwa andeuten, alles, was sie uns erzählt haben, war eine Lüge? Nachdem wir Hifumi in die Krankenstation gebracht hatten, da begannen wir doch alle mit der Suche nach dem Individuum, korrekt? Und nicht lange danach, erinnert ihr euch noch, was Celeste sagte? Ich sah einen Schatten. Etwas bewegte sich dort oben. Wir gingen in das zweite Stockwerk wegen dem, das sie behauptete, gesehen zu haben. Und danach, um uns alle ins Physiklabor zu locken, im dritten Stock, da ließ sie einen blutgefrierenden Schrei aus. Blutgefrierend? Egal. Und als wir alle anrannten, um zu sehen, was los war, was sagte sie da? Celeste, was ist denn los? Das war ja ein ganz schön intensiver Schrei für jemanden wie dich. Ich habe ihn gesehen, den seltsamen kostümierten Mann. Er rannte fort, als ich schrie. Ich blockierte die Treppe und deswegen lief er weiter den Flur hinab und verschwand. Und als sie ihren Job erledigt hatte und uns alle ins Physiklabor gelockt hatte, war die Zeit für ihren Partner gekommen, um sich an die Arbeit zu machen. Hä? Was war das? Das kam von unten, das muss Hifumi gewesen sein. Er ist in der Krankenstation. Das ist übel. Kommt schon, wir müssen zurück. Das sollte dafür sorgen, dass wir uns in zwei Gruppen aufteilen, damit wir beide Leichen zur selben Zeit entdecken würden. Ja, es war sogar Celeste, die vorschlug, dass wir uns aufteilen sollten. Wieso teilen wir uns denn da nicht in zwei Gruppen auf? Ich werde die Jagdgruppe anleiten. Das scheint viel interessanter zu sein. Nun dann, Makoto und Tina, ihr kommt mit mir in die Krankenstation. Wir überlassen das Jagen des verdächtigen Individuums Toko, Byakuya und Sakura. Und wenn Celeste und Hifumi nun zusammengearbeitet haben, dann sind diese ganzen vielen zufälligen Geschehnisse plötzlich miteinander verbunden. Und darüber hinaus dieser Schrei von dir. Hä? Wann war der denn? Das
das war eigentlich ein Signal an Hifumi, nicht wahr? Das war deine Art, ihm mitzuteilen. Wir sind im dritten Stock, alles läuft nach Plan. Wieso sonst solltest du so laut schreien, dass dein Schrei noch auf der anderen Seite des Meeres zu hören wäre? Mir ist gerade noch etwas Seltsames aufgefallen. Als wir Hifumi in der Krankenstation auffanden, und wir wissen ja jetzt, dass er nur so tat, als wäre er tot gewesen. Das hatte ich nicht erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass Hifumi ermordet werden würde. Celeste, du warst die Erste, die meinte, er wäre ermordet worden. Du wolltest sicher gehen, dass wir keinen Zweifel hegten. Ich kann es nicht glauben. Alles war nur eine große Aufführung. Hina, du warst bei Celeste, als Hifumis Leiche verschwand, richtig? Ja, ich fühlte mich nicht wohl und deswegen hat Celeste mich ins Badezimmer gebracht. Warte mal, dann war das... Sie machte sich keine Sorgen um dich. Sie hat nur ihre Chance kommen sehen, mit der sie ermöglichte, dass Hifumi hinausschleichen konnte. Für sich gesehen ist jedes Stück nichts Besonderes, aber wenn man sie langsam zusammensetzt, dann wird das Gesamtbild ziemlich hässlich. Stimmst du uns nicht zu, Celeste? Ich habe keine Ahnung, was ihr meint. Versuch es doch nicht abzustreiten. Du hast einen groben Fehler begangen. Oh, habe ich das? Ich habe es selbst nicht bemerkt, als du es zum ersten Mal gesagt hattest, aber... Wenn ich nun zurückblicke, dann würde ich sagen, dass dieser kleine Ausrutscher dein Verhängnis wurde. Wovon redest du da? Ich rede davon, was du gesagt hattest, nachdem Hifumis Leiche verschwunden war und wir in die Krankenstation zurückgekehrt waren. Mann, die müssen ja echt Spaß daran haben. Sie sehen gerne, wie wir herumstehen, Angst haben und verwirrt sind. Wir werden alle hier sterben. Wir werden sterben. Genau wie die beiden. Ich erinnere mich auch daran, dass sie das gesagt hat, aber ich verstehe nicht, was daran so seltsam sein soll. Dann hör mal gut zu. Sakura, Toko und ich waren die Ersten, die Takas Leiche im Equipment Room entdeckten. Dann erschien Makoto und erzählte uns, dass Hifumi ermordet wurde. Und so verließen Sakura und ich... wir verließen den Raum mit Makoto. Als wir im Flur waren, trafen wir auf Celeste und wir vier gingen in die Krankenstation. Die ganze Zeit, in der wir zusammen waren, erwähnte niemand von uns, dass Taka tot war. Denk mal darüber nach. Celestes Kommentar ergibt keinen Sinn. Das war völlig fehl am Platze. Ja, ich verstehe schon, wovon du redest, aber ich verstehe nicht, was das zu bedeuten hat. Hörst du das, Celeste? Alle haben Probleme damit, es zu verstehen. Könntest du wiederholen, was du gesagt hast? Wenn du wirklich nicht der Killer bist, dann solltest du ja kein Problem damit haben, es zu wiederholen, richtig?
Byakuya meinte, dass Celestes Kommentar keinen Sinn ergab. Okay, an der Stelle muss ich aber jetzt mal einen Cut machen, weil es hört sich ja fast so an, als wären wir schon auf der Endgeraden. Und dann kommt ja auch dieses Manga-Zusammensetzen, dieses kleine Comic-Strip-Teil. Und da kann man auch gar nicht speichern und so währenddessen. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Danganronpa wieder. Ich freue mich drauf. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.